Hallöchen, mein Märchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Night of the Rabbit. So, wir können Es die... ist so still Ja, geworden. genau, wir können die Kröte wecken. Hi, ich. Wer stört die Waldesruhe? Ich. Ein Menschenkind. Lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Aber ich will einen Zauber Nur lernen. Nur ein paar Monate. Was? So viel Zeit habe ich nicht. Nur ein paar Jahre. Nein. Lauschen. Lauschen. Dem Strom der Zeit. Oh Gott, du bist so lahmarschig, ne? Also. Ich will kein Störenfried sein, aber... Wisse, dies alles gilt wenig im Strom der Zeit. Okay. Der Strom der Zeit? Der Strom der Zeit. Wenn du lernst zu verharren, zu warten und zu lauschen, dann spürst du, wie er dich umfließt. Der Fels. Ich kann ihn flüstern hören. Ja. Wie heißen Sie eigentlich? Mein Name? Mein Name. Er hat ihn davongetragen. Wer er? Und auch du wirst davongetragen. Geh, Mensch. Der ist ja nicht besonders gesprächig. Und sehr lahmarschig, wenn man es mal so sagen will. Hallo. Also, wir wollten kein Störenfried sein. Mein Name ist Jerry und ich bin ein mächtiger Zauberer. Naja, Lehrling. Wisse, dies alles gilt... Ja. Sie haben da etwas Kreide, da am Auge. Der Strom der Zeit. Hat es herangetragen und wird es fortspülen, so wie dich. Geh, geh, lass mich. Ich glaube, der will sich gar nicht richtig unterhalten. Ich will aber einen Zauber lernen. Hallo. Also, was hatten wir denn da? Wow, sie sind ja riesig. Wiss, dies alles. Gut, wir haben das gehabt, wir haben das gehabt. So. Tja, da waren wir all die Jahre quasi Nachbarn und kennen uns gar nicht. Und in all diesen Jahren hast du nicht zugehört. Geh, lass mich. Was? Versuchst du ihm zu widerstehen, wird er dich zerfurchen. Wer er? Oh, ich verstehe das nicht. Der ist ja nicht besonders. Das Portal nach Mauswald hat sich geschlossen. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Hallo? Könnte Sinn machen. Also, wir gucken hier nochmal. Wisse, haben wir schon. Zeit der... Danach kommt nicht wirklich was, ne? Wenn zu und dann sterb ich. Ah, hier geht's noch weiter. Das Flüstern der Felsen? Der Fels. Er hört.
lernst du zuzuhören und zu lauschen. Wie du mir gelauscht, kann er preisgeben, was der Strom der Zeit an ihm vorbeigetragen hat. Tritt näher, auf dass du erfährst, wie du der Felsenstimmen vernehmen kannst. Okay. Seine aus mir hat geheult, aber die Lohr ist nicht gewohnt. Okay. Cool. Dam-dam. Mietzekatze meckert mich an. Ich glaube, ich höre auf zu singen. Du hast einen Zauber gelernt. Yay, unseren ersten, unseren zweiten Zauber sozusagen. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar. Felsflüstern. Okay. Die Stimmen des Waldes. Sie klingen trauriger. Seit meinem letzten Erwachen. Oh. Vielleicht ist dies mein letztes Erwachen, bevor ich eins werde mit dem Strom der Zeit. Okay. Dann schlaf mal wieder. Diese Welt verändert sich. Die Welt flüstert mir von deinem Schicksal. Oh, kannst du uns das auch sagen? Der Pfad, den du eingeschlagen hast, ja, wird dich das Grauen lehren. Oh. Hüte dich. Nicht so gut. Hüte dich. Hüte dich. Doch hält er auch Freude bereit. Okay, cool. Wenn du das findest, von dem du noch nicht einmal ahnst, dass du es verloren hast, lass mich einen Augenblick länger der Welt lauschen. Kannst du gerne machen. Nur ein Dimsch. Ja. Wir haben unseren Zauber gelernt. Das wollte ich haben. Darf ich? Okay, cool. Sie ist eingeschlafen. Das Grauen? Und etwas finde, von dem ich nicht einmal ahne, dass ich es verloren habe? Ob Mama schon vom Einkaufen zurück ist? Cool. Es fühlt sich schon so lange an, seit ich sie gesehen habe. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Oh. Zauberer müssen stark sein. Kommst du jetzt her oder komme ich wieder zurück? Ich gehe zurück, okay. Oh, ich wollte jetzt eigentlich nochmal zu Mama gucken. Ah, da ist die Mietzekatze wieder. Jerry, du hast es geschafft. Ja. Du hast gelernt, das Flüstern der Felsen und Steine zu hören. Vielleicht kann ich jetzt mit denen. Du jeden Fels, dem ein Gesicht gegeben ist. Ein exzellenter erster Zauber. Cool. Probier ihn gleich einmal an dieser Kristallstatue aus. Das machen wir. Der Zauber ruht auf deinem Zauberstab. Nimm ihn auf und richte ihn auf die Statue. Okay. Da. Felsflüstern. Da ist der Hund. Oh mein Gott, ist das mein Vater? Hat eben jemand meinen Namen gerufen? Oh. Mit der Hand? Es beginnt. Der erste Nagel ist eingeschlagen. Was bedeutet das? Ich werde dir alles erklären. Ich muss mich mit dem Magier von Mauswald besprechen. Du weißt, wo du uns findest. Oder kontaktiere mich über den Ratersuch, wenn du meine Hilfe brauchst. Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Doch den nächsten Portalbaum wirst du ohne meine Hilfe öffnen müssen.
Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Eine hast du bereits kennengelernt. Einen kleinen Mann in Grün. Deine Karten verraten mir, dass du von ihm einen weiteren Zauber lernen wirst. Nein, mein Kobold, der Kobold. Musst du ihn bitten, das Portal in seine Heimat für dich zu öffnen. Denn nur dort kann er dich seinen Zauber lehren. Unsichtbar werden, oder wie? Kleiner Mann in Grün. Oh nein, der ist bestimmt immer noch sauer auf mich. Ja, bestimmt. Warte mal. Kann ich mit der aussprechen? Oh, nein, ich habe eine Nachricht bekommen. Du bist lustig, kleiner Junge. Okay. Ich will die Spinne nicht sauer machen. Okay, und machen wir nicht. Wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Ist das bloß für ein Nagel? Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nee, ich glaube auch nicht. Vor allem, ich frage mich, wer das war. Das sah nämlich ziemlich aus wie so ein Poster. Oh! Die sind auch weg. Was der da eingeschlagen hat? Warte mal. Sind die immer noch hier? Wenn wir jetzt wieder Nacht anmachen? Ja, da sind sie. Sehr interessant. Warte, ich sollte vielleicht nicht vor den... Ah, jetzt muss er wieder zurück auf seinen Platz gehen. Aber natürlich... Dankeschön. So. Ah, da ist nämlich noch eine Katze. Du bist lustig, kleiner Junge. Ja, warum bin ich denn lustig? Verstehe ich ja nicht. Das ist so cool. Jam, jam. Das ist ja Hammer. Können wir jetzt mit jedem so reden? Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen. Ah, ein Zauberlehrling. Okay. Das denken die also über mich, okay. Die armen Mäuse, die werden auch in den Dreck gesogen. Oh. Da war ich ja gerade. Dann gehen wir einmal da lang. Ah, hier ist nämlich... Ah, da ist auch wieder eine Katze. Der hat einfach gar kein Geräusch, okay. Ah, das ist ja schon cool, was die alles so von sich geben.
Hi. Hallo. Edith. Na, trägst du wieder Pakete aus? Noch nicht ganz. Nein. Vermisst du eins? Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Können wir? Aber ich finde das viel zu gruselig. Dann machen wir es nicht. Aber ich möchte nochmal mit der Katze sprechen. Fuchs. Sorry. Du bist lustig, kleiner Junge. Warum? Was? So, hier haben wir doch die Sternen-Map. So. Das grüne Licht ist wahrscheinlich auch noch hier. Yep. Das brauchen wir jetzt aber erst einmal nicht. Oh, das meinte der alte Magier also, als er sagte, das wäre eine besondere Karte. Man kann die Gap und die vier Portalbäume von Mauswald. Der Ostbaum scheint der große Baum mitten in Mauswald zu sein. Der alte Pfadbaum, über den wir nach Mauswald gekommen sind, ist dann der Südbaum. Links jenseits des Feldpfades liegt der Westbaum. Und rechts vom Feldpfad, etwas weiter entfernt, steht der Nordbaum. Genau, das sind dann die vier Bäume, hinter deren Portalen ich die vier Zauber lernen soll. Die sind gar nicht so weit weg. Aber ob ich die auch finde, wenn ich genau drunter stehe? Mal sehen. Ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben. Warte mal. Also. Wir haben einmal den Nordbaum, den Ostbaum, den Südbaum und den Westbaum. Was sagt er jetzt nochmal? Oh, das meinte der alte Magier also, als er sagte, das wäre eine besondere Karte. Man kann die ganzen Sternbilder und die vier Portalbäume von Maus... Der Ostbaum scheint der große Baum mitten in Mauswald zu sein. Der alte Pfadbaum, über den wir nach Mauswald gekommen sind, ist dann der Südbaum. Links jenseits des Feldpfades liegt der Westbaum. Und rechts vom Feldpfad, etwas weiter entfernt, steht der Nordbaum. Genau, das sind dann die vier Bäume, hinter deren Portalen ich die vier Zauber lernen soll. Die sind gar nicht so weit weg. Aber ob ich die auch finde, wenn ich genau drunter stehe? Na, mal sehen. Also, gut. Wir haben den Pfadbaum, da waren wir schon. Da sollte ich vielleicht mal ein Kreuzchen drum machen. Dann haben wir den Ostbaum mitten in Mauswald drin. Oh, das wollte ich nicht. Und den Feldpfad. Jetzt frage ich mich nur noch, was der Feldpfad ist. Sehen wir den hier irgendwo? Brücke. Warte mal, wir sollten vielleicht wieder zum Tag wechseln. So. So. Fahrt hinter uns. Ah, die können uns auch was sagen, cool. Ja, ich kann euch hören. Okay, cool. Oh, ein Schmetterling. Wer summt denn da? Das sind aber viele Briefkästen. In unserem Haken. Oh, ja. Seit wann summt denn da jemand? Kommt denn dieses Summen? Ah. Okay, er ist nicht. Ist er wieder? Ah,
Kobold. Kleine Mann in Grün. Hi. Der fühlt sich völlig unbeobachtet. Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Die schnapp ich mir. Hackepeter und Ziegenbrit. Du kannst mich ja sehen. Was willst ja. du von mir? Ich suche ein Baumportal. Du willst in meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Nicht einbrechen. Dieser Erpresser. Okay, okay. Du lässt mir keine Wahl. Leg meine Kleidung zurück und dreh dich um. Dann helfe ich dir. Und hör auf, als auf ob. Ein Kleeblatt zu starren. Ihr. Oh. Oh, wie süß. Irgendwie komisch. So, schon besser. Na, da tritt mich doch ein Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser. Was? Nun gut, tritt mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Dann zeige ich dir den Weg in meine Welt. Aber bring gefälligst meinen Hut mit. Oben auf das... Was? Profi-Erpresser? Ich will doch Zauberer werden. Was treibst du da, Junge? Er hat ihn natürlich nicht gesehen. Selbstgesprächen. Quatsch! Hier war ein kleiner grüner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist er nicht gefährlich. Nein, nein. Was? Nee, nichts. Okay, ich soll aufs Rathaus kommen. Ich bin gespannt, wie ich da hinkomme. Ich weiß nur bislang, wie ich reingehe. Gut, das werden wir aber beim nächsten Mal machen. Habt ihr bis dahin noch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.